Ja, moin Leute, willkommen zu Let's Play Fallout 3. Ich bin immer noch Chris in H1 und wir sind hier im Paradise Falls. Jo, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, wie ihr euch sicherlich denken könnt. Wenn nicht, schaut den vorherigen Part. Und wir werden die Aufgabe Staatsoberhaupt vollenden. Ja, wir haben es 5:42 Uhr morgens auf dem Montag. Okay, wo sind meine Leute? Dogmeat ist da. Sehr schön. Und wo ist der restliche Fuck? Da sind die Sklavenhändler aus. Ich wollte gerade sagen, Sklavenhändler aus Rivet City. Aber es. Meh? What the hell? Wir werden diesen Tempel der Einheit in Kürze wegfegen. Sie können uns begleiten oder auch nicht. Ist mir völlig egal. Okay, da oben hat sich ein Gegner festgebackt. Aber machen wir erstmal den Tempel der Einheit platt. Oh yeah. Der süße Geruch, der süße Duft von unter Beschuss. Schießpulver am Morgen. Die Sklaven müssen sterben. Ich mach mich aus dem Staub. Forscore. Celeb? Jo. Ist der Hund jetzt auch gegen uns? Ja, der Hund ist gegen uns. Gott. Bah, Ramming, der gegen uns ist. Ich schon wieder. Boah. Leroy Walker. Okay, das hier ist ein Sklavenhändler. Mit einem Sturmgewehr, in Ordnung. Runter! Hannibal ist schon Lagerschlüssel. Das wäre hiermit erledigt. What the hell? Das ist Simon. Schlüssel, Tempel der Einheit. Ich habe gehört, dass Sie uns beim Einfangen dieser Flüchtlinge. Ich muss mich auf den Weg machen. Hallo. Ja, ich habe sie getötet, nachdem ich ihnen gesagt habe, dass sie es nicht tun sollen. Ich konnte einfach niemandem vertrauen. Ich musste mit meinen eigenen Augen sehen, dass sie tot sind. Egal, das Problem ist beseitigt. Ich kann jetzt nach Paradise Falls. Ich werde sie darüber informieren, dass sie zu uns gehören. Sie... Bis später. Tschüss. Jo. Vorsicht! Kann mir mal jemand bitte erklären, was für mich abgeknallt wurde? Nun ja, Dietrich auf 100. Schleichen. Nee. Sprache haben wir auf 83. Waffenlos. Und den Rest auf kleine Waffen.
So, haben wir jetzt wenigstens schneller Stoffwechsel, Verwendung von Stimpaks, ein Bonus für ihre Gesundheit, Robotikexperte, Kannibale. Nachtmensch, hier und jetzt, Finesse, unbefangene Vermittlung, Schnorrer, die Größe zählt. Ränge 3, Ränge 1. Ne, Revolvermann brauche ich auch nicht, blutiger Tod, Bleimagen. Nee, Eisenfaust brauchen wir auch nicht. Leaks-Spieler. Lady Killer wäre auch. Wäre zwar nicht schlecht, aber. Naja. Mit dem Rang des Extras heller Kopf gewinnen Erfahrungspunkte 10% zuaddiert. Machen wir mal schneller Stoffwechsel. Vielleicht ist das ja nützlich für uns. Aktenschränke, Pfeile. So. Jo. Kann man immer benötigen. Und haben wir hier irgendetwas Nützliches. Stimpak. So und so viel Kaliber Schuss. Öffnen Koffer. Nee. Wird nicht mehr benötigt. Bleirohr. Also da. Stange Zigaretten. Jo, kann man immer benötigen. Erste Hilfekasten. Was haben wir hier? Zuckerbomben. Die hätte ich vor ein paar Parts gebrauchen können, ganz gut. Da hätten wir ein bisschen mehr Geld mit rausholen können. Hm. Metallkochpfanne. Öffnen Truhe. Nun ja, die paar Schuss wird sie wohl nicht mehr benötigen. Mentats. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Red Eggs. Sonst nur zerbeulte Dosen. Ja, um wie viel sind wir denn jetzt überlastet? Mal schauen. Okay. Schauen, ob das hier wirklich so besser ist. So. Öffnen Truhe mit einem Bier drin. Sehr schön. Metallkochtopf brauchen wir eigentlich nicht. So wirklich Terpentin mal mitnehmen. Und dann mal zurück nach Megaton und ein paar Sachen verkaufen. Wo sind Megaton? Great Ditch. Vorankommen von hier aus ist nicht möglich. Ach ja, wir sind ja in dem Gebäude drin. Habe ich nicht mehr beachtet. Forscore, Lagerschlüssel, Motorradbrille. Lederrüstung, Schlüssel des Tempels der Einheit. Auch wenn wir schon einen haben, brauche ich so halt eigentlich noch. Nee. So, hier ist sonst nichts mehr. Leerer Schrank. Ein paar Aktenschränke. Eine Kaffeetasse. Hier ist auch nichts weiter.
Okay, hier pennt jemand auf dem Klo. Das ist mir bis jetzt auch noch nie passiert, dass jemand auf dem Klo gepennt hat. Aber in Ordnung. Wer es mag. Söldner Veteran-Outfit benötigt nichts. In Ordnung, vielleicht können wir jetzt ja dahin. Canterbury Commons, vielleicht sollten wir auch erstmal dahin. Nee. Nö. Hä? Warum ist ein schnelles Vorankommen von hier aus nicht möglich? Kann mir das mal jemand erklären? So, Big Town. Gedenkfeld, so. Mal schauen, was Mara zu sagen hat. Ah, hallo. Bin gerade ein bisschen beschäftigt. Richtige Adresse, Sachen. Verkaufen Sie irgendwelche speziellen Gegenstände? Ich habe die Baupläne für einen sogenannten Rocketwerfer. Ich verkaufe auch alle Komponenten. Sie können die... Keine Sorge wegen der Munition. Dieses Baby Wenn Sie jemals spezielle Waffen bauen möchten, können Sie gerne meine Werkbank hier im Laden benutzen. Sie brauchen nur... Okay, sehen wir mal, was es im Angebot gibt. Na klar. Waffen, Heckenschützengewehr, Nagelring, Granaten. Die Stimpaks können sehr hilfreich sein hier. Das Diagramm brauchen wir nicht. Haarklammern. Ja, können wir auch. Hausschickbox brauchen wir nicht. Dann nehmen wir einfach mal alles mit. Elektronenladeteil. Ich weiß zwar nicht für was, aber immer her damit. Mikrofusionszellen ab dieser Stelle immer mitnehmen. So. Kleidung, Kampfrüstung. Immer her damit. Stimpak, Buffout, sonstiges. So. Wo haben wir sie denn? Wo ist es? Schachtel Zigaretten. Stange Zigaretten. Vorkriegsgelder. Akzeptieren. Beenden. Gute Jagd! Können Sie meine Ausrüstung reparieren? Ich... Kampflinte, Gleisgewehr. So, und so. Fertig. Ich muss jetzt los. Und ich... So, Pfeilpistole. Lackierpistole, Giftdrüse, Red Skorpion, Spielzeugauto, OP-Schlauch. Keine. Okay. Wie viel Gewicht haben wir jetzt eigentlich verloren? In Ordnung. Daten, Aufgaben, was könnten wir machen? Alles rein geschäftlich können wir nicht machen. Tempany Tower. Wissenschaftliche Anstrengungen könnten wir machen, müssen wir aber nicht.
Moment mal. Haben wir eigentlich... Können wir eigentlich ein zweites Glasgewehr bauen? Ne, es fehlt ein Druckkochtopf. Vielleicht hat die ja einen im Sortiment. Oh, wussten Sie schon... Verkaufen? Nee, sehen wir mal. Sonstiges. Nee, leider nicht. Okay, und da unten backt sich jemand... Hat sich bis jetzt eben... jemand zurechtgebackt. Also, was haben wir? Formicula. Nach Pit. Einheimische Eigenarten. Nicht von dieser Welt. Hilfe für die Ausgestoßenen. Riley's Ranger. Wissenschaftliche Anstrengungen. Alles rein geschäftlich. Und Tempany Tower. Die letzten beiden, die ich eben aufgerufen habe. Jedenfalls das... Letzte können wir nicht beenden, weil, ja, weil wir die Leute vorher gekillt haben. Wissenschaftliche Anstrengungen. Ja, reden wir mit Dr. Lee. Weltkarte. Wie spät haben wir es denn? 7.30 p.m., also 7:30 abends, in Ordnung. Ja? Jegliche Auffälligkeiten sollten den Sicherheitsbeamten gemeldet werden. Wenn Sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Ich möchte jetzt lieber alleine sein. Wer sind Sie? Haben Sie Psy? warum holen Sie sich einfach welche aus Ihrem Laden? Wenn meine Frau Cindy das merken würde. Ich muss mich beeilen, Pauli. Ja, ich... Willkommen im Potomac Attire. Ich führe anspruchsvolle... Okay... Wie ich sehe, verfügen Sie über einen erlesenen Geschmack. Ich bin also nicht genug, um hier einzukaufen. So habe ich das nicht gemeint. Ich meinte, dass ich nur Ware der allerhöchsten Qualität führe, was sicherlich genau das ist, was Sie suchen. Ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Sie kommen sofort. Söldner-Outfits. Den Strunz braucht doch keine Sau. Bis. Rivet City Supply. Lümmel nicht herum und kau dein Essen richtig durch. Und zieh mir nicht diese Grimasse, sonst schlag ich sie dir gleich auf. Sieht alles in Ordnung aus hier. Sicherheitschef. Ja, was? Nehmen Sie bitte Platz, es wird sich gleich jemand um Sie kümmern. Gary Stelly? Nee, also... Nichts kann die Railroad aufhalten. Nee, Hotelzimmertür, die knacken wir doch gar nicht. Mit ihm wollte ich reden, so. Sie sollten besser gehen. Was haben Sie zu verkaufen? Ich... Lunchbox, Schraubenschlüssel... Ne, Munition vielleicht? Ja, der hat ein paar Mikrofusionszellen. Ja. Okay. Beenden. Danke. Ich sollte gehen. Bis.
Willkommen im Weatherly Hotel. Ich bin Ihre Gastgeberin. Haben Sie irgendwelchen interessanten Klatsch gehört? Nun, ich sollte es Ihnen ja eigentlich nicht erzählen, aber haben Sie schon von Pauly Cantelli gehört? Er ist medikamentenabhängig. Seine arme Frau Cindy weiß weder ein noch aus. Gibt es irgendwelche witzigen Gerüchte in River City? Haben Sie es noch nicht gehört? Angela ist scharf auf Diego. Aber da er ein Priester ist, hat er sie abblitzen lassen. Eines Tages wird sie sich einfach... Haben Sie noch irgendwelche anderen Gerüchte gehört? Mr. Lopez verliert anscheinend allmählich den Verstand. Er steht oft stundenlang auf der Spitze des Brückenturms und starrt über die Stadt. Okay, auf Wiedersehen, Vera. Auf Wiedersehen. Yo, also wir wollten eigentlich sprechen. Die hält sich hier vorne irgendwo auf eigentlich. Ja, hier. Hallo. Das ist sie. Der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Ich bin es wirklich leid, das immer wieder sagen zu müssen. Sie...